Ja, hallo und herzlich willkommen hier zum neuen Jahr bei Danny Let's Plays. Ja, wir schreiben das Jahr 2015. Wir hatten eine leichte Winterpause. Ja, auch wir hatten vieles zu tun über die Feiertage. Das möchten wir entschuldigen. Ja, jetzt sind wir wieder da mit den neuesten Games, was auf dem Markt am Laufen ist. Ja, ich möchte euch darauf vorbereiten, was in diesem Jahr oder was bis zum Sommer kommen wird. Ja, bei mir werden 3 Projekte am Laufen sein. Einmal Amnesia, was ihr gerade hier seht, was wir uns jetzt reinziehen werden. Und FSX werde ich verfolgen. Wir werden schöne Flüge ins Ausland machen. Ja, ihr entscheidet, wo es hingeht, in welchem Urlaubsort. Wir machen das so. Ja, und als drittes werde ich für euch The Forest weiter spielen. Ja, was wir in den letzten Jahren schon zahlreich angezockt haben mit Arcade, werden wir jetzt verfolgen und wir werden mal loslegen hier bei Amnesia mit neuen Spiel. Natürlich, habt viel Spaß! Der sich selbst zum Biest macht, erledigt sich schmerzens, menschlich zu sein. Ja, das kenne ich. Daddy, Daddy, please don't kill me. Und damit herzlich willkommen hier bei Amnesia 2015 mit eurem Danny hier, wo wir auch immer sind. Wir werden es gleich wissen, herausfinden. Lasst euch überraschen. Amnesia, der Machine for Pigs. Damit geht es los hier. Damit sind wir in der Wohnung benommen, taumeln wir hier lang und wir werden gleich darauf hingewiesen, dass wir hier durchgehen können. Okay, das ist ein Bett mit einem Gitter davor. Das kenne ich, das habe ich auch daheim. Ja, die Kate ist nämlich manchmal so böse und sperrt mich ein. Werden wir mal weiter gucken hier. Warum ist hier ein Gitter vorm Bett? Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus zum Schließen der Tür. Und zum Öffnen, schätze ich mal. Kommen wir hier rein? Nee. Gibt
hier hinten irgendwie was? Ja, Freunde, um was es hier geht, kann ich euch nicht sagen. Ich habe mich nicht informiert, ich habe mich einfach mal drauf gefreut, es mal rauszufinden. Also werden wir sehen, was hier so vonstatten geht. In meinen Träumen sehe ich einen Mann, der im Jagd. Was Jagd, Ohrfell und Federn gekleidet wie ein blutiger Heiliger aussieht, was von Herzen kam, schmierte uns ein, zermalt es das Böse unter seinen Titel und sein betreift es uns alle. Ja, es ist doch früher Morgen, ich habe eigentlich nicht so viel Lust jetzt zu lesen, bevor ich meinen ersten Konja weg habe. Nein. Ach, wir können ja einen Stuhl heben und senken. Können wir den auch schmeißen? Ja. Ja, wir können ihn schmeißen. Wunderbar. Können wir hier irgendwie noch was mitnehmen? Ah, wir können die Lampe anmachen. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. So, dann werden wir mal weiter gucken. Hier ist ein Schrank mit einem Schloss davor, schätze ich mal. Da kommen wir noch nicht rein. Also werden wir versuchen, hier rauszukommen. Daddy, Daddy, find us. Papa, Papa, komm uns holen. Dem Tagbuch wurde eine Notiz hinzugefügt. Drücke M zum Schnellzugriff. Um Ihre Notizen überprüfen Sie diese, wenn Sie immer mehr weiterkommen. Drück mal M. Ja. Mein Tagebuch. Aber nicht viel drin. Ja, dann werden wir weiter gucken. Ja, die Grafik sieht ein bisschen gespenstisch aus. Das ist so gewollt. I held your hand and watched the blood pool between your legs. You lived long enough to see Edwin, but not Enoch. I will take care of them, my love. Ja, als wären wir in einen Traum gefangen. Und warum haben die hier alle ein Gitter vorm Bett? Hat das hier eine Bewandtnis? Ist das hier ein Club? Ein XXX-Punkt-Club? Ich weiß es nicht. Wir werden mal weiter gucken. Irgendwo werden wir dieses Geheimnis schon lüften. Machen wir hier noch die Türen zu, dass die Räume warm bleiben. Versuchen wir mal in jede Tür hier reinzukommen. Papa, Papa, this way. Papa, Papa, hier entlang. Was ist das? Schmeißen wir mal den Ball wieder da hoch. Ja, ziemlich gespenstisch. Liegt unser. Hä? Okay. Ja, schmeißen wir mal den Ball nochmal da irgendwo hin. Vielleicht ist das ein Geheimnis. Da oben ist eine Tür zum Dachboden. Aber bevor ich da hingehe. Ja. Ziemlich mysteriös, was hier abgeht. War das? Hier spukt's! Ja, ich habe mich mit einem Kumpel unterhalten bei einem Bierchen und der hat mir dieses Spiel hier empfohlen, hat auch bei gelacht, aber hat mir nicht so viel verraten. Wer weiß warum? Ja, ich habe die Vermutung, dass wir als Säuglinge schließen sie durch den Dachboden. Vielleicht haben sie sich jetzt noch dort versteckt. Ich erinnere mich, dass ich darauf bestand, auf mittleren Wege zwischen meinem Schlafzimmer und meinem Büro. Ja, okay. Nein! Ja.
Wie gesagt, warum liegen hier überall solche Pferde, sag ich schon, Schweinemasken? Es muss irgendein Rätsel sein. Ich möchte jetzt nicht hoch. There's a bad man coming. Da kommt ein böser Mann. Wie jetzt? Ich bin doch nicht böse. Das ist eine Lampe. Mit F werden wir diesen Raum Licht verleiten. Ratten. Ja. Ich habe mir gerade mal so überlegt, das wäre doch auch das optimalste Spiel für unsere Cat gewesen. Das hätte sie für euch hier nachts aufnehmen können und ich hätte mir drüben im Nachbarzimmer einen ablachen können. Aber nein, ich muss mir ja immer solche Spiele geben lassen und ich spiele sie auch gerne für euch, auch wenn ich mir in die Hosen scheißen werde. Wir machen das einfach. Ja, schieben wir erstmal diese komische Kiste hier weg. Dass wir hier weiterkommen. Ja, werden wir uns mal bücken. Eine Frage, warum wohnt man in so ein Haus? Langsam wird's komisch. Nein. Wieder diese Schweinemaske. Ja, wir haben wieder eine Kiste, die wir ziehen müssen, dass wir vorankommen. Ja, toll. Geh weg. Irgendwie komme ich jetzt hier nicht voran. Ja, irgendwie habe ich hier gerade Bug. Was das auch immer sein soll. Ich weiß es nicht. Ja, schieben wir mal die so hin. Genau. Warum fliege ich hier? Und da rein damit. Fertig! Jawohl! Super! So! Wo zum Teufel sind wir hier? Eine Babywiege, zwei Babywiegen, ein Teddy, den wir hier wunderschön aufnehmen können. Vielleicht könnte man den ja hier in die Wiege tun. Vielleicht hat das ja eine Bewandtnis. Ja, ein Hämmerchen mit Tapete. Das soll wahrscheinlich hier ein Kinderzimmer werden. Oder ist eins, ich weiß es nicht. Werden wir mal gucken, wo uns dieses Rätsel noch hinführt. Was uns hier überhaupt erwartet, was hier der Sinn ist. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Ja, gehen wir erstmal hier hin und gucken, warum ist hier solche komische Musik? Will mir hier jemand Angst machen? Ja, ich weiß nicht, ob ich euer Vater bin, aber ich nehme es mal an, also werden wir jetzt mal rufen. Ja, hier. Ja, schöne Gemälde, muss ich echt mal zugeben. Wunderschön dargestellt. Und das ist besonders wunderschön hier mit diesem Schweinekopf. Ja, aus dem Jahr 1971. Gemalt von den italienischen Maler, ich weiß es nicht, keine Ahnung. So, laufen wir weiter. You don't mind if I record this, do you? I find it most useful. Ah, you have one of those wonderful tomato pills. No, of course not, my dear. It's my own design, Professor, along with everything you see. Most useful. You understand, of course, why the Ministry sent me. That they have...
concerns. Wow. So. Wir sind hier. Nein! Nein! Oh. Jetzt habe ich mich in diesem Jahr zum ersten Mal fast eingekackt. Ja, da kam dieses Gemälde runter. Was war das? Ein Erdbeben? Ist jemand aus dem Bette gefallen? Warum geht jetzt diese Uhr? Fragen, Fragen, über Fragen. Wir haben's. Ja. Kann sich wohl nicht entscheiden, wa? Ja, normalerweise um 12. Geisterzeit. Diese Türen sind alle verschlossen hier. Außer die. Die werden wir jetzt gleich nehmen. Gerade komme ich mir ein bisschen vor wie Silent Hill hier oder Outlast. Also wie gesagt, es ist wunderschön gemacht. Schön. Es klingelt das Telefon. Es kann ja Bus, Doppelbote sein. Hallo. Hallo. Precious Eagle Cactus Fruit. Help us. Endlich wird's interessant hier mit ordentlichen Jagdgewehren. Kann man sogar nehmen. Hallo. Habe ich hier irgendwas angemacht, was nicht so sein durfte? Wahrscheinlich machen wir eine Tür auf. Bin ich mir da fast sicher. Ah, ein Versteck. Was haben wir jetzt gemacht? Ist das hier eine Tür? Ich weiß es nicht. Wir machen es mal runter. Kann ja nicht schlecht sein. Ja, und irgendwie krabbelt mir das Ohr. Moment. Ja, jetzt geht's wieder. Wunderbar. Ah, schön gemacht hier auf dem Glas. Was auf dem Hintergrund bestimmt ein Gemälde sein soll. Perfekt, perfekt, muss ich mir merken. Alter Schwede, wo sind wir denn hier gelandet? Ja, das Badezimmer ist ja auch nicht schlecht. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, das ist noch besser. This dawning epoch, this age of reason, an empire grown fat, ripe for the bleeding. Ja, werden wir mal noch hier die Tür aufmachen. Wo wir jetzt wieder hier draußen sind. Nein! Ein Erdbeben! Bildschirm, viel glasklare Obi festgemacht an einem Punkt am Himmel. Wisch dir deine Hosen ab, Mann, das ist Blut im Schweiß und es sieht gar nicht so unbürgerlich aus. Ja, meine Lieben, das nenne ich mal einen Anfang. Ja, damit möchte ich euch jetzt erstmal danken, dass ihr die erste Episode gesehen habt hier von Amnesia und ich würde euch begrüßen, wenn ihr in den zweiten Part wieder reinschaut.
Und wir werden dann mal sehen, was wir hier so Schönes haben, was hier so verborgen ist oder was uns hier erwartet. Ja, meine Lieben, ich bedanke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Let's Play mit euren Danny und euer Kate. Bis später. Dankeschön.